Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, ich will jetzt nochmal zu Kavalorn gehen und da gucken, ob ich die Schalter da finde. Also da müssten da eigentlich drei sein, wie wir letztens vor ein paar Folgen erfahren hatten. Wir können ja hier Dings Cornelius leider irgendwie nicht verpfeifen. Obwohl, können wir den vielleicht hier verpfeifen? Hey, Lord Hagen direkt? Würde ich mal schauen. Und dann will ich zusehen, dass wir auch ein bisschen mehr Skills wieder bekommen, weil... Also ein bisschen was töten und so weiter. Irgendwie gucken, ob wir Gegner hier besiegen können. Wird sich das jemals ändern? So, gehen wir mal hier hin. Können wir... Ich guck mal, ob ich erstmal bei ihm den... bei Albrecht hier verpfeifen kann. Ne, der kann mir nur was beibringen. Aber bei Lord Hagen selber dann wahrscheinlich. Hier, Lord Hagen. Ich habe das Auge Innos, es ist zerbrochen. Ich habe das Auge. Es ist zerbrochen. Was? Bei Innos? Was hast du getan? Wir brauchen das Auge. Sprich, ich war das nicht. Irokar. Es muss einen Weg geben, es wieder zusammenzufügen. Ich war das nicht, der es zerbrochen hatte. Aber... Oh, Innos Statue. Könnten wir das klauen vielleicht. Aber lassen wir das mal. Okay, wir gehen jetzt mal zu Kavalorn. Und auch schade, dass mit Lothar, dass er jetzt eigentlich tot ist. Ich hätte ihn gerne nochmal irgendwie ein bisschen geärgert oder so. Keine Ahnung. Aber egal. Ich bin auch froh, dass er weg ist. Der hat mich auch öfters mal aufgeregt. So. Hätten wir eigentlich zur Miliz gegangen, hätten wir auch hier Stadtwache spielen sollen, hin und wieder mal? Wäre das auch so gekommen? Oder wären wir da einfach wie sonst auch immer einfach durch die Weltgeschichte spaziert? Ich komme hier nicht hoch. Ich muss schon darum, okay. Und so komme ich hoch. Also, dass wir da hin und wieder mal irgendwie so Stadtwache spielen sollten oder... Was? Kavalorn? Yo! Wir sind in der Lage, die kaputt zu machen. Oh, nice. Dann können wir damit zu Basta gehen. Warte mal. Nee, seine Fähigkeiten wollte ich jetzt nicht. Aber hier müsste es irgendwo noch ein... Hier ist ein Schalter. Eins. Was? Oh, ein Gehstock. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe den Mechanismus betätigt. Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Lobats Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen hier herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Vatras. Okay, also... Okay. Gehen wir mal zum Paladin. Ins obere Viertel. So, aber ey, wir sind schon in der Lage, die Schattenläufer zu bekämpfen. Das finde ich schon nice. Das heißt, wir können dann einfach mal in den nördlichen Wald gehen und gucken, dass wir da auch noch ein paar Viecher besiegen können. Und dann vielleicht sogar auch schon die Drachensnapper erledigen. Gegen die Vargs kommen wir auch schon an. Das hat er wirklich nicht verdient.
So, reden wir mit Lothar. Ist das wirklich wahr? Ich glaube, der hat das Dings hier. Das Ornament. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Lord Hagen. Ich suche ein metallisches Ornament. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Jo, danke schön. Dann waren wir jetzt nochmal bei ihm halt. So, dann würde ich jetzt aber mal schauen, dass wir in den nördlichen Wald mal gehen. Das ist doch schon lange bekannt. Und gucken, dass wir da vielleicht schon... Ich werde mich da nicht einbringen. Ja, das ein oder andere Viech hier besiegen können. Und nochmal ein bisschen Punkte farmen. Und vielleicht auch nochmal ins Minental gehen und da auch gucken, dass wir vielleicht sogar schon die Orks besiegen können. Da kannst du ja nichts dran ändern. Wäre auch nicht schlecht, wenn das ginge. Ich hab so einiges gehört. Denn bevor wir dann irgendwie nach Jakenda gehen... Ich weiß jetzt nicht, wie schwer es dort sein wird. Aber bevor wir dahin gehen, würde ich gerne genug geskillt haben. Und... Ja, okay, mit denen können wir eh nicht reden. Also nicht mehr handeln. Hier ist ja noch eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Schlüssel von irgendwem klauen. So... Hier müsste auch gleich ein Suchender sein, irgendwo. Kann das sein? Gibt es hier unten wieder jemanden? Also von den Viechern? Ich speichere vielleicht noch einmal auf die 2, würde ich sagen. Boah, ich hoffe, hier gibt es wieder Viecher oder so. Wir brauchen die Punkte. Dringend. Aber okay, hier scheint nichts da zu sein. Also nichts Neues. Und hier geht's ja noch weiter rein, nach hinten. Boah, bitte sag, dass hier irgendwie wird. Na okay, hier gibt's nichts. Ist in der Höhle, die hier war, irgendwie was Neues? Wo war denn die Höhle nochmal? Da muss ich auch nochmal rein. Vielleicht gibt es da neue Fleischwanzen. Kann auch sein. Da ist die... Ne, da ist die Höhle. Der hat auf jeden Fall ein rostiges Schwert. Und hier ist eine rostige Axt. Das Ding hatten wir schon gelootet. Ui. Fast wäre ich in die Stacheln gelaufen. Wo ist denn die Fackel, wenn ich die brauche? So, wo haben wir die da? Stimmt, aber hier hatten wir auch schon alles. Dann ist nur die Frage, hatten wir auch unten schon alles gemacht? Also den anderen Weg hier? Ja, hier hatten wir auch schon, glaube ich, gemacht. Außer den einen Dunkelpilz mitgenommen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Also den Weg entlang. Da ist bestimmt auch noch wieder ein Suchend. Hat er noch was? Ne, ich dachte schon, da wäre noch was. So, Fackel weg. Da ist der Suchende.
Ich sehe den schon da oben. Nochmal auf die 2. Das wird ein spannender Kampf jetzt gegen den. Ach nö, komm. Hör auf! So. Ach komm, triff den doch! Noch ein Crit! Komm, noch ein! Ich hasse es manchmal, wirklich. Manchmal hasse ich's. So, jetzt nochmal. Ne, da war der. Ja, komm, komm, komm. Hör auf. Ich will den doch nur bekämpfen, ja? Nein, komm. Ja. Okay, das war jetzt super, dass ich den hier so bekämpft habe. Dass ich das geschafft habe. Jetzt müssen wir einmal pennen gehen, definitiv, weil wir haben wieder ordentlich Schaden bekommen. Aber das mit dessen Flüchen geht mir so extrem auf den Sack. Und dass die auch immer so teuer sind, diese Tränke dagegen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen. Kann Daron mir nochmal irgendwie für eine Spende, ich möchte spenden. Nochmal helfen irgendwie? Und es wird noch viel schlimmer, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. 200 machen wir mal. Segne diesen Mann. Lass dein Licht über ihm leuchten. 150 ihm Kraft, nach der Gerechtigkeit zu handeln. Und es wird noch viel schlimmer. Okay, 150 Erfahrungspunkte einfach so bekommen. Für Spenden. Ich mag ihn zwar nicht, aber ich bekomme wenigstens Erfahrungspunkte und sonst kleine Boni durch ihn. Und an diesem Ort. Der und seine gierigen Schmutzfinger. So, zu weit weg. Aber jetzt pennen wir nochmal so. Bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen wir nochmal den Hügel da hoch. Vielleicht auch noch einmal speichern. Komm, das machen wir jetzt auf die 3. Und Aranos gefiel, was entstanden war. Und er freute sich an allen Wesen gleichermaßen. So. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das darfst du keinem erzählen. Gehen wir nochmal hoch. Müsste vielleicht sogar noch ein Suchender irgendwo da oben sein. Aber ich hoffe, wir finden da andere, leichtere Kreaturen. Hauptsache wieder ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Wir brauchen ja eigentlich noch sehr viel. So. Wo gab's hier noch was? Warte mal, Jack ist ja doch wahrscheinlich wieder im Turm, ne? Kann das sein? Können wir Jack besuchen? Oder ist er auch jetzt ein Suchender? Oder von den Suchenden überfallen worden, kann auch sein. Bevor ich reingehe, speichern wir auf der 3. Da ist ja Jack. Netten Turm hast du. Netten Turm hast du.
nicht wahr? Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Jung. Fühl dich hier wie zu Hause. Jo, danke schön. Gelootet habe ich ja schon. Oben habe ich ja auch schon, glaube ich, gelootet, oder? Aber trotzdem, der Ausblick war ja schon mega hier. Genau, hier habe ich ja schon alles mitgenommen. So, kann ich von hier aus den Nordosten sehen? Nee, eigentlich nicht. Aber okay, die Weitsicht ist hier auch noch nicht so bombastisch. Ja, war auch bei den alten Games halt üblich, so dass man nicht besonders weit sehen kann. So, mal gucken. Gehen wir mal den Weg dahin entlang. Erstmal. Vielleicht ist hier auch noch irgendjemand oder irgendwas, das wir kaputt hauen können. Oder hier. Irgendwas zum Looten. Muss ja sein, ne? Oh, leichter Lederbeutel, Trank, Bolzen, noch ein Bolzen. Okay, was man alles entdeckt, wenn man mal außerhalb der Wege rumläuft. So, Niklas. Nee, Bogen will ich nicht lernen. Ich will eigentlich Armbrust lernen. Weil Armbrust, da brauchen wir ja Stärke. Und wir sind ja momentan sehr stark fokussiert hier. Ich hätte aber noch mal gerne ein bisschen Drachenwurzeln. Ich glaube, hier oben gab es sonst nichts mehr. Ein Drachenwurzeln. Krass, da oben kann man auch noch gucken. Kann ich sehen, wie tief es hier runter... Also ich erkenne jetzt schlecht, wie tief es genau ist, wenn ich jetzt hier runterspringe, ob ich nicht eventuell drauf gehe. Und welche Monster dort sind. Niklas setzt sich erstmal wieder hin. Aber komm, wir gehen jetzt mal runter in den Wald. Ui. Boah, fast wäre ich da runtergefallen. Das wär übel gewesen, wäre ich da jetzt runtergefallen. Aber ich will jetzt mal den Wald hier endlich mal ein bisschen freiräumen. Und Stärke, okay, 87 Stärke ist eigentlich schon relativ gut. Ist nur die Frage, wie hoch schaffen wir das noch? So, bevor ich jetzt darüber gehe, ich speichere noch einmal auf der 3. Und dann gehen wir Monster jagen. Fang aber erstmal auch hier oben an. Vorausgesetzt, ich komme da hoch. Ja, ich komme hier hoch. Wo höre ich die? Wo höre ich die Viecher?
Ich höre sie, ich sehe die... Oh, hier sind wir. Unter mir ist das Viech. Aha. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oder? Doch. Jo. Kriegen wir doch hin. Okay, nice. Noch ein Trank? Noch ein Lederbeutel? Noch ein Trank? Noch ein Lederbeutel? So, den Schattenläufer haben wir ja. Da war noch ein Lederbeutel. Ne, ein Schwert. Doch, Lederbeutel war hier. Drei Lederbeutel. Okay, nice. Okay, den haben wir. Das speichere ich auch. Das speichere ich mal auf die 4. Da wir das jetzt geschafft haben, den. So. Ich brauche aber irgendwie, komm, Wanzenfleisch. Essen wir das mal. Und kein rohes Fleisch essen. Schinken können wir essen. Warte mal, Apfel. Wir haben ja... Du fühlst dich erfrischt. Nice, dankeschön. So, Brot essen wir auch mal. So. Leben müssen wir jetzt auch erstmal voll machen. Käse. So, das müsste reichen. Mal gucken, wo die nächsten Viecher sind. Ich will hier einiges jetzt dezimieren. Und Punkte sammeln. Aber ich finde es nice, dass wir schon... Oh. Feuerwurzel und eine Spruchrolle. Und einen Trank. In der Statue. Der ist aber wahrscheinlich auch geschändet. Wo führt's hier hin? Hier ist da auch noch ein Weg. Ach so, das führt nur... Okay. Also nichts Besonderes. So. Gibt's hier noch andere Viecher, die übrig sind? Wenn ich einen Drachensnapper sehe, speichere ich vorher, bevor ich die angreife. Normale Snapper kriegen wir ja schon hin, aber Drachensnapper? Bin ich mir nicht sicher. Ich lasse mal das Schwert weggesteckt. Da ist ein Keiler. Keiler kriegen wir locker hin. Keiler waren jetzt nicht so schwer. Oh. Da war noch Keilerfell. Habe ich voll vergessen. Gibt es hier noch mehr? Ich hoffe jetzt keine Suchenden. Suchende wäre... Oh, Sumpfkraut. Hier ist Sumpfkraut. Warum ist hier Sumpfkraut? Da ist noch ein Schattenläufer.
Und Blutfliegen sind hier auch noch. Komm. Den muss ich schaffen. Ja. Okay, die Blutfliegen lassen mich in Ruhe. Dann fressen wir mal den Käse. Ich glaube, die wollen Stress. Okay, dann essen wir jetzt mal den Fisch. So, was ist eigentlich mit Lebensenergie Bonus 1? Ach so, ich dachte, da gibt einen richtigen Bonus. Statt nur Dings. Komm, die Dinger können wir auch mal essen. Obwohl die Heilkräuter machen mehr Sinn. Die Waldbeeren auch. Komm, ein bisschen schneller. So, das müsste reichen. Ich speichere jetzt. Auch wieder auf die 4. Und die Blutfliege machen wir auch noch kalt. So, 40 Punkte haben oder nichts haben, ne? So. Mal gucken, wo hier noch mehr Gegner sind. Eigentlich hatten wir als Drachensnapper vor einigen Folgen einiges hier schon kaputt gemacht. Oh, Vargs. Komm, geh kaputt. Ja. So ist gut. Ich hoffe, der andere lässt mich in Ruhe. Der hat mich nicht im Visier, hoffentlich. Glaube, wenn ich die jetzt ausnahmsweise mal nehme. Oh, das ist schon der kleinste. Okay. Nochmal speichern. Auch wieder auf die 4. So, da. Ach, da sind nochmal 2. Ach, ne. Gegen 2 wird schwierig. Ja, war klar. Gegen 2 wird schwer. Einer geht noch, aber 2, das ist ein bisschen too much. So. Einen. Nein, nein, nur einer. Da hinten sind noch mehr Keiler. Komm. Nur einer, nur einer, nur einer. Ich will nur. Okay, ich glaube, das wird. Das wird jetzt wahrscheinlich in dieser Folge nicht funktionieren. Und wie ich sagen, wir versuchen das mit den. Mit den Vargs. In der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.